Also ich weiß, Ursula von der Leyen, aber auch viele andere prominente Politiker haben sich ja schon aktiv zu den Vereinigten Staaten von Europa bekannt. Und das ist eine verfassungsfeindliche Bestrebung, weil das Bundesverfassungsgericht im Lissabon-Urteil von 2009 ja eindeutig klargestellt hat, dass es unter der geltenden Verfassung, unter dem Grundgesetz nicht möglich ist, die staatliche Souveränität vollkommen auf Europa zu übertragen, sondern es dürfen immer nur bestimmte, wenn auch weitgehende Souveränitätsrechte zur Ausübung an die EU-Ebene übertragen werden. Sie sind aber im Prinzip rückholbar und die Geltung des Europarechts geht auf den innerstaatlichen Rechtsbefehl zurück. Das ist die sogenannte Brückentheorie. Es gibt also keine übergeordnete europäische Souveränität, die uns irgendwie anleiten würde. Also wenn man sagt, Vereinigte Staaten von Europa, das ist etwas, was man unter der gegebenen Verfassung gar nicht anstreben dürfte.